Wie bereits in der gesamten Weltcup-Saison war das deutsche Quartett einsame Spitze. Martina Glago, Andrea Henkel, Magdalena Neuner und Kati Wilhelm triumphierten vor den Staffeln aus der Ukraine und Frankreich. Als Kati Wilhelm mitsamt Fahne ins Ziel lief, war es die Fortsetzung einer bravourösen Serie. Seit gut einem Jahr ist die deutsche Biathlon-Staffel unbesiegt. Wenn man dann mit der Fahne einlaufen kann und dann die Arme von den anderen Mädels stürmen kann, das ist schon sehr schön. Die Basis für den Triumph heute legten Martina Glago und Andrea Henkel, beide ohne Schießfehler. Magdalena Neuner musste dann einmal in die Strafrunde, übergab an Schlussläuferin Kati Wilhelm aber trotzdem mit mehr als einer Minute Vorsprung. Das reichte zum überlegenen Sieg. Germany! Es sind dieselben vier, die schon vergangenes Jahr in Antols Staffelweltmeisterinnen wurden. Sie haben wieder für den goldenen Abschluss einer glänzenden WM gesorgt, hier in Östersund.